Hi, ihr Fahrschülergemeinde. Ich bin der Christian. Meine Freunde und Bekannten nennen mich alle Meier. Dürft ihr auch machen, wenn ihr wollt. Ich wollte euch kurz einen Einblick geben. In den nachfolgenden Videos geht es um die Autobahnsequenzen, die in einer Fahrprüfung in Duisburg möglich sind. Deshalb ist dieses Video immer davor geschnitten. Also schaut euch die einzelnen verschiedenen Sequenzen an. Es kommt in der Führerscheinprüfung immer nur eine dieser Sequenzen vor. Wir wissen aber nicht, welcher Prüfer an dem Tag im Auto sitzt und welche seine Lieblingsroute ist. Dementsprechend können müsst ihr sowieso alle später im Leben. Also schaut euch mal die Videos an. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, was ich getan habe, dann gerne den Daumen hoch. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg beim Lernen und vor allen Dingen in der Fahrprüfung. Viel Spaß und ein schönes Wochenende. Guten Morgen, ihr Fahrschüler. Ich zeige euch jetzt gleich mal eine mögliche Sequenz für die Autobahn, die ist sehr beliebt. Da geht es darum, die Ruhe zu bewahren, vernünftig zu schauen, die Schilder zu beachten. Manchmal muss ich was machen, manchmal muss ich aber auch nichts machen. Und das ist eine relativ langsame Sequenz. Da habt ihr mehr Fahrstreifenwechsel und Orientierung zu zeigen, als dass ihr jetzt da Überholmanöver machen sollt. Wir sind hier in Duisburg Zentrum und fahren jetzt hier links auf die A59 Richtung Dienstlaken. So früh wie möglich in den Fahrstreifen rüber wechseln. Dann muss ich nur noch die Ampel beachten. Wir haben den grünen Pfeil, heißt, ich darf einfach fahren. Der Gegenverkehr und die Fußgänger haben rot. Dann fahre ich hier rum und dann gebe ich erstmal in Ruhe Gas. Das ist die Auffahrt Duisburg-Düssern. Rechts war ein weißes Schild, da wird mir gezeigt, ich habe 4 Spuren. Und dann fahre ich hier entlang und muss erst einmal nichts tun, bis der Prüfer mir sagt, in welche Richtung er möchte. In den meisten Fällen fahren wir nach Essen auf die A40 und dementsprechend brauche ich hier keinen Fahrstreifenwechsel zu machen. Möchte der Prüfer mit dir nach Venlo, dann fährst du eben einen Fahrstreifen weiter nach links. Möchtest du nach Dienstlaken, Duisburg-Ruhrort, dann fahren wir halt 2 Fahrstreifenwechsel nach links. Wir fahren aber weiter nach Essen, den Klassiker. Ich habe den Blinker rechts angemacht, damit der rückwärtige Verkehr genau sieht, wo ich auch wirklich hinfahren möchte. Ich bereite mir die Kurve wieder im dritten Gang vor. Die Geschwindigkeit, die ich fahre, die seht ihr da jetzt im Display. Schön in Ruhe hier langfahren. Wunderbar. Vor mir ist alles frei, aber ich brauche trotzdem hier nicht schon wieder super ans Gas gehen. Ich lasse mich eher rollen, es geht ja bergab. Kann ich schön die Kurve finden. Und jetzt hier ist die Kurve relativ eng, aber ich habe danach, wie ihr gleich rechts auf der Seite sehen könnt, 250 Meter Zeit, um einen Fahrstreifenwechsel zu machen. Den muss ich machen. Und dann fahre ich hier in Ruhe rüber, bin aber auch schon am Gas. Und im Normalfall wollen die Prüfer mit euch nach Essen, Mülheim an der Ruhr, Duisburg-Kaiserberg. Das heißt für mich, ich bleibe am Gas, schaue, was links neben mir sein könnte. Dann mache ich den ersten Fahrstreifenwechsel möglichst ruhig. Und dann weiß ich jetzt in dem Fall, ich bin noch nicht auf der A40. Ist hier auch auf die Autobahn gemalt. Also wieder Blinker an, wieder beobachten, Schulterblick und dann fahre ich hier in Ruhe rüber. Jetzt kann ich vernünftig ans Gas und dann kann ich auch den fünften Gang einlegen und bin dann mit dieser Sequenz fertig. Wir mussten mehrere Fahrstreifenwechsel machen und das ist die Schwierigkeit an dieser Stelle. Und in Duisburg-Kaiserberg wird normalerweise dann auch schon wieder mit euch abgefahren. Hier bleibe ich ganz normal am Gas, mache den Blinker rechts an, fädel mich so früh wie möglich aus dem Verkehr raus. Nimm den Fuß vom Gas, kann den Blinker auch schon ausschalten, halt den Abstand zum Vordermann ein. Wenn ich möchte, kann ich den vierten Gang einlegen und die Motorbremse mitnehmen. Dann fahre ich hier diesen kleinen Schlenker. Und dann lege ich wieder den dritten Gang ein. Jetzt geht mein Blick nach rechts, weil von rechts kommt wieder eine neue Spur. Ich muss ja nach Duisburg-Kaiserberg rechts rüber.
Also muss ich mich mit dem Verkehr auf dem anderen Fahrstreifen einigen. In dem Fall ist da niemand, Schulterblick. Dann fahre ich hier in Ruhe weiter und normalerweise geht es dann auch rechts weiter. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Kann aber auch sein, dass wir eben links abbiegen und dann Richtung Duisburg Zentrum und zum Zoo den Weg zurück zum TÜV nehmen. Das ist halt der Vorteil vom Prüfer. Er hat so viele verschiedene Möglichkeiten. Man ist immer wieder nach diesem Kreuz Kaiserberg innerhalb von 5 Minuten am TÜV. In dem Fall biegen wir rechts ab. Ich lege den zweiten Gang ein, weil diese Ampel grün ist, kann im Querverkehr eigentlich niemand sein. Ich gucke trotzdem natürlich und dann kann ich hier im zweiten Gang auch schön um die Kurve fahren. Und die netten Prüfer schicken euch direkt in den linken Fahrstreifen. Der etwas anspruchsvollere Prüfer sagt nur die zweite Ampel links. Wenn ich das höre, dann fahre ich sofort in den linken Fahrstreifen hier, mache den Blinker wieder aus. Und jetzt habe ich es mir in der Prüfung halt leicht gemacht. Die erste Ampel, da geht es ja noch nicht ums Abbiegen, aber dahinter muss ich eben hier im linken Fahrstreifen irgendwann auskommen, um links abbiegen zu können. Wenn ihr das nicht schafft, müsst ihr halt den Umweg über Mülheim-Speldorf in Kauf nehmen. Im besten Fall steht ihr halt jetzt hier so und braucht euch gar keine Sorgen mehr machen. Und dann kann ich eben wieder normal beschleunigen. Die Ampel ist grün, die vor mir beschleunigen auch alle. Und jetzt muss ich eben darauf achten, ob die Ampel auch auf grün bleibt. Kann gern mal passieren, dass sie jetzt umspringt. In dem Fall ist das nicht der Fall. Und dann fahre ich hier eben geradeaus weiter und dann würde ich zum TÜV fahren. Ich fahre jetzt hier aber in die Sackgasse, um noch andere Sequenzen für euch filmen zu können. Auch hier fahre ich in die Kreuzung mit rein, Blinker ist an, Gegenverkehr durchlassen, Schulterblick und dann fahre ich in den großen Bogen hier in die Sackgasse rein. Hier kann der Prüfer gerne mal mit euch die Gefahrbremsung üben, das Parken und das Umkehren, aber das zeige ich euch mal in einem anderen Video. Viel Spaß beim Auswendiglernen!